Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ja, es ist wieder ein Weilchen her, wo ich das letzte Mal hier gezockt habe. Ich habe wieder sehr lange Pause gemacht vom Aufnehmen, sagen wir mal so. Und ich weiß jetzt nicht, wo ich jetzt stehen geblieben bin. Ich weiß jetzt nur, wir sind hier in Faring stehen geblieben. Deswegen will ich mal schauen, was haben wir hier. Schnaps für Mojo. Ja, Moron, Nordmara Nebelgeist, den will er haben. Das hat uns gerade eine Flasche für ihn und eine für seine Männer. Am besten, du hältst dich da raus. Okay, Wolfsfeld für Gnar. Können wir machen. Geh mit Wilson Lurker jagen. Können wir auch machen. Wo ist denn Wilson? Gehen wir mal Lurker jagen. Als wenn das so einfach Blind, wäre. Wer war noch mal glaube Wilson? Schlimmer. Das ist Tom. Ich denk darüber nach. Jetzt muss ich Wilson finden. Wer ist denn er nochmal gewesen? Einige Dinge werden sich nie das ist wirklich ein bisschen zu lange her gewesen. War der ja, weiter unten? Warum nicht? Der Typ da hinten vielleicht? Oder hier? Waren wir hier drinnen schon? Ich weiß es nicht, ob wir hier schon drinnen waren. Ja, ich finde es immer noch schön, dass das Spiel immer so schön ruckelt. Ich höre hier schon was. Sind das schon die Lurker? Sind die hier drinne? Hier sind ein paar Tote. Eine Spitzhacke. Und eine Schaufel. Noch eine Spitzhacke. Was ist denn hier passiert? Ist einfach eingekracht, glaube ich. Das ist wieder so ein Detail, feiere ich eigentlich. Konnte ich aber auch einfach so mitnehmen. Die Schaufeln, Spitzhacken und so weiter. Die Toten brauchen sie ja nicht mehr. So, jetzt wollte ich wissen, ist hier Holzfäller-Axt. Nehme ich mal mit einfach. Das war Mitch. Wer war jetzt Wilson? Muss ich Tom Hanks vielleicht fragen? Ah, Rocco. Genau, für ihn hatten wir eine Quest. Rockos Höhle. So, hast du sonst noch was zu verkaufen? Nein, aber hast du Interesse an einem kleinen Geschäft? Es gibt da ein Höhle. Ganz hier in der Nähe. Bin mir sicher, dort ist eine Menge zu holen. Wo ist das Problem? Irgendwas ist in der Höhle. Tiere, Monster, irgendwas. Du erledigst das für mich und ich schenke dir einen dicken Brocken Erz. Wo ist die Höhle? Neben dem Turm oberhalb des Dorfes ist ein kleines, verwildertes Tal. Ganz am Ende ist die Höhle. Ah, okay, oben. Oben, also wir müssen nach oben. Nicht nach unten. Ich finde auch die Sicht nach oben auch interessant. Okay, suchen wir mal Wilson. Mit dem wollten wir ja eh jagen gehen. Ich hasse die Viecher. Oh! Wilson, da bist du ja! Wird, ne, warte mal, wir machen schnell speichern. Was jetzt? Töte die Lurker. Okay. Bring mir was über die Jagd bei. Was kann er mir denn beibringen? Haben wir denn überhaupt Punkte? Du dreckiger Dieb. Da! Das wollte ich nicht. So, wir hatten hier gespeichert. Das wollte ich jetzt nicht, verdammt. Verklickt. Ich wollte jetzt kein Taschendiebstahl machen. Kann auch mal passieren. So,
Wir haben 0 Lehrpunkte. Okay. Dann müssen wir so wahrscheinlich gegen die kämpfen. Überall diese Mistviecher. Da! Yo, wie viele kommen denn von denen? Da! Oh. Da! Okay, das war auch ein kleines bisschen heftig. Wir konnten einige auf jeden Fall schnell erledigen, aber die haben auch uns schnell erledigt. Muss vielleicht auch noch mal kurz schauen, wie viel Schaden machen die? Und vielleicht essen wir auch einmal was. Und speichern. Warte, noch einmal kurz was puddern. Und speichern jetzt noch einmal. Da sind noch mehr von den Biestern. Da! 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 Da. Jo, eben gleich tot. Okay, überstanden. Da hinten ist aber noch einer. Warte mal. Ich glaube. Okay, der ist hinter mir her. Nein, nicht auf Wilson. Hör auf, Wilson anzuvisieren. Ein Mistvieh weniger. Okay, dann hat der sich das gegönnt. Nehmen wir alles mal mit. Können wir auch wieder verkaufen. Lurkerfälle. Oh, beziehungsweise Lurkerhaut eher. So, hier auch nochmal. Was jetzt? Die Lurker sind tot übrigens. Die Lurker sind tot. Gut gemacht. Du gehörst jetzt zu uns. Moyok wird dich nicht aufhalten. Okay. Rufen Faring 4. Oder? War das 4? Rufen Faring 40. Nicht 4. Aber 4 bekommen. Okay. So, ja, dann erstmal was futtern wieder. Wir brauchen wieder mehr Heiltränke und mehr Fleisch. Wir müssen vielleicht einfach mal so auf die Jagd gehen. So, Kirschte, Hasen, was weiß ich, jagen. So. Dann können wir das eben so speichern. Haben wir... Wie viel haben wir jetzt eigentlich bis zur nächsten Stufe? Auch nicht mehr allzu viel. Fehlt das wirklich nicht mehr so viel für die nächste? Gibt es hier noch irgendwas zum Einsammeln? Das waren aber auch, also was waren das jetzt für Lurker? Die sind ein bisschen dunkelgrün im Gegensatz zu den anderen, aber hatten auch ganz normal den Namen Lurker, also die waren halt nur ein bisschen gesonderter von der Farbe her. So, okay, dann würde ich mal schauen, was haben wir hier noch. Also, die Burg Faring. Pass auf, ich sag's nur einmal. Nur wenn wir alle zustimmen, wirst du in die Burg kommen. Wir alle, ich und Moyok, der den Pass bewacht. Und Gnar, der die Burg bewacht, kapiert? Machst du hier Ärger, dann war's das. Schlafen kannst du bei Flint.
kriege ich deine Zustimmung? Die hast du nicht. Ach was, kann ich irgendwas tun, um sie zu bekommen? Zeige mir, dass wir dich brauchen. Besorf hat genug Probleme. Ich will in die Burg. Wir brauchen keine Morras in der Burg. Wir brauchen Krieger und Jäger. So, das war jetzt, war das hier Morok? Das war Elite-Krieger. So, war das hier jetzt die Burg oder der Turm? Oder das war Gnar. Lässt du mich in die Burg? Nein, wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Okay, dann an ihm vorbei, vielleicht, ich weiß es nicht, ist echt jetzt wieder viel zu lange her, wo ich hier gezockt habe. Aber Faring ist wirklich mal eine etwas andere Stadt hier. Also nach Varrant kam mir eigentlich alles sehr, sehr gleich vor, sagen wir so. Also in Varrant meine ich. War er Morok? Halt! Mojok. Einen Schritt weiter. Ich bin Jäger. Kann ich jetzt durch? Nur weil du Jäger bist, heißt das nicht, dass du überleben wirst. Halte dich von den Orks fern. Und von der großen Schmelze. Kapiert? Jetzt geh nach Nordmar und versuch zu überleben. Ah, perfekt. Okay, ich darf hier jetzt durch. Ich speichere noch einmal. Und dann gucke ich mal, ob ich hier einfach so rein darf. So, wer ist das? Krieger. Okay, also von hier dürfen wir jetzt in Richtung Nordmar. Ich will aber gucken, gibt es hier noch mehr Leute mit einem Namen? Und wo führt das hier hin? Auch nach Nordmar? Also ich bin jetzt wirklich neugierig. Moment. Oder ist das hier das vergessene Tal hier mit Rokkos Höhle, von dem er gesprochen hatte? Ich sehe da was, was ich irgendwie nicht... beziehungsweise nicht weiß, ob ich den besiegen kann. Nicht runterrutschen, bitte. Erstmal gucken, ob wir den so... Da! 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 Der haut uns ordentlich kaputt. Okay. Wir haben zum Glück schnell gespeichert. Wie hauen wir die am schnellsten kaputt? Oder brauchen wir eine bessere Rüstung? Beziehungsweise ich gucke mal. Nein, hier falsch. Hier. Bei den Rebellen haben wir nur 33. Die nächste Rüstung ist, glaube ich, ab 40, oder? War das nicht so? Ruf bei den Rebellen 40. Gibt es hier nicht auch irgendwo Rebellen in der Nähe? Und ich würde schon gerne eine bessere Rüstung haben wollen. Ja,
Aber ich glaube, gegen die komme ich noch nicht an. Zumindest nicht alleine. Das sind schon aber auch zwei Steingolems gewesen. Hier geht's auch nochmal nach oben. Eine Treppe. Hier ist noch ein Pult. Uninteressant. Oh Mann. Ich hätte gern irgendwie etwas Neues zum Lernen hier, ja? Okay, keine Ahnung, wer hier schläft. Und wessen Truhen das waren. Okay, aber weiter nach oben geht es hier jetzt auch nicht. Immer diese Vorteile von den Orks. So. Wo führt das hier hin? Wo ist die Musik hin? Jetzt nur noch die Natur hier zu hören, nicht mehr die Musik. Ah, jetzt, da ist sie wieder. Ah, und das ist schon hier jetzt Nordmar. Okay. Wer ist das? Radka. Kommst du aus Faring? Ja. Ja. Gut, du kannst mir helfen. Ich verfolge einen Dieb. Du brauchst Hilfe? Du brauchst Hilfe? Ja, ich habe den Dieb bis hierher verfolgt. Er ist runter in die Stadt. Ich komme an den Orks nicht vorbei. Wer ist der Dieb? Wer ist der Dieb? Ein dicker Mann in einem Kleid. Er kommt aus dem Süden. Dort sind die Wüsten nicht aus Eis, sondern aus Sand. Du meinst Ali? Ja. Das ist sein Name. Mhm. Was wurde gestohlen? Was wurde gestohlen? Ein Ahnenstein. Das Erbe unserer Vorfahren. Ahnenstein, was ist das? Ahnenstein? Was ist das? Ein magischer Stein. Mit seiner Hilfe kann man die Fähigkeiten des Verstorbenen bekommen. Hört sich gut an. Glaub mir, gar nichts ist gut. Die Toten sind erwacht und lassen dich nicht in ihr Grab. Du musst kämpfen. Und ich nehme es lieber mit einem Dutzend Orks auf, als mit einem Geist. Nicht schon wieder, Untote. Bitte, hier sind jetzt nicht auch jede Menge Zombies und sowas. Wer wurde denn bestohlen? Wer wurde denn bestohlen? Ich! Man hat mich nachts überfallen und ausgeraubt. Wahrscheinlich dachten sie, ich bin tot. Aber so leicht werde ich es dem Dieb nicht machen. Ich werde mir den Stein zurückholen. Okay, was machst du mit einem Ahnenstein? Was machst du mit einem Ahnenstein? Ich bin ein Orktöter vom Feuerclan. Ich soll mir die Kräfte seines Erschaffers holen und damit dann den Orks den Arsch versohlen. Die Kräfte eines Toten? Wie soll das gehen? Die Kräfte eines Toten? Wie soll das gehen? Die Erschaffer der Ahnensteine wollten Nordmar auch über ihren Tod hinaus beschützen. Deshalb schufen sie diese Steine. Mhm. Ich besorge dir deinen Ahnenstein. Ich besorge dir den Ahnenstein. Beeil dich! Die Geister der Toten werden nicht ruhen. Okay, hier haben wir den Feuerclan. So, hier ist Wolfsclan, Hammerclan, Kloster. Hier Feuerclan. Der ist von hierher gekommen. Der Ahnenstein für Radgar. Von hier hinten haben wir jetzt für da oben. Warte mal. Wolfsclan, Hammerclan. Also Wolfsclan und Feuerclan gefällt mir vom Namen her bisher am besten. Hammerclan, weiß nicht, aber ich weiß auch noch nicht, will ich mich. Also ich bin mir noch nicht zu 100% sicher, wen ich mich wirklich anschließen will. Klar, den Assassinen auch gerne. Allein wegen, weil es Assassinen sind.
Ist das ein normaler Ripper oder ist das ein Eisripper? Was ist das? Deswegen, sehen aus wie normale Ripper, okay. Von denen gibt es auf jeden Fall Fleisch. Ah, was war das denn jetzt? Das ist ein normaler Ripper. Alter, jetzt habe ich mich erschrocken wegen dem. Okay, jetzt gibt's keinen mehr. So. Nice. Warte mal. Waldbeere. Nehmen wir mal mit. Was ist das? Heilwurzel. Ah, oh, nice. Wir haben wieder Heilwurzeln. Ogerblatt. Und was ist das? Eisenader. Zehn Eisenerz erhalten. Sonst liegt hier nichts rum. Okay, ich würde vielleicht nochmal kurz zurückgehen und die Sachen, die wir eingesammelt haben, verkaufen. So, nein, nicht mit ihm reden. Ich wollte das Lagerfeuer benutzen. Ach, nicht mit ihm reden. Lagerfeuer. So. So. Rohe Fleischpflanze haben wir. War ganz schön viel. Gehen wir mal runter. Wieder zurück nach Faring. Oder warte mal. Inventar gucken wir mal. Der ist ja der bessere. Den haben wir noch. Wenzels Schwert behalten wir auf jeden Fall bei. So, dann haben wir den ja. Schutz vor Geschossen und maximal Lebensenergie plus 50. 14.000 ist der Wert. Adanos Ring. So, dann haben wir hier noch Flammschwert. Müsst ihr auch mal ausprobieren. Den müsste ich mal wieder verkaufen. Den muss ich verkaufen. Schnaps. So, was haben wir hier? Steintafel der Priester. Kann ich die lesen? Nein. Sumpfkrautpaket. Für wen war das denn? Tempelschlüssel. Waffenbündel haben wir noch. Urne der Totenwächter. Wir haben hier noch so viele Questgegenstände. Für wen waren das alles? Falkelch haben wir schon 8 Stück. Von 12, also 4 fehlen uns noch. Hatten wir nicht noch irgendeine, da waren Untote. Da ich will jetzt erstmal immer noch Pause von den Untoten haben, muss ich ehrlich sagen. Es waren mir in Varant ein bisschen zu viele. Weil das einfach mit denen nicht aufgehört hat. Wir werden auf jeden Fall noch nach Varan zurückgehen und da weitermachen. Da macht euch keine Sorge. Und sobald wir uns auch entschieden haben, für wen wir hier arbeiten, auf wessen Seite wir uns stellen, werden wir auch so oder so noch einmal zurückkehren, überall hin. Und dann entweder die Städte befreien oder auf die Gegenseite uns stellen. Von den Rebellen bzw. Nomaden und Clans. Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, will ich jetzt auf der Seite der auf der Seite Belias, sage ich jetzt mal, oder Innos oder Adanos ist ja die Mitte, also Innos oder Belia. So, was
Gab es hier jemanden, dem ich was verkaufen konnte? Wilson, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Und es kommt noch schlimmer. So, was kann ich ihm andrehen? Ich würde ihm Holzfäller-Axt andrehen. Zwei Spitzhacken auf jeden Fall. Irgendwann die Kopfnüsse, die brauchen wir eigentlich gar nicht, würde ich sagen. Die nutzen wir nicht. Und die bringen auch nichts. Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. So, das kann weg. Das kann weg. Am besten die müssen wir auch mal benutzen. Trotzdem gefällt mir so, das Ganze behalten wir. Also magisches Erz behalten wir auf jeden Fall. Hier, die können wir komplett verkaufen. Die hier. Das hier. Richtig, wir haben hier jetzt eine Schaufel mehr. Und die hier. Also das andere würde ich mal behalten. Der hat hier Feuerpfeile, aber sonst auch nichts. So, wir sind jetzt wieder bei 30.000. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Ich bringe den Arnstein nach Nordmar. Ich bringe den Arnstein nach Nordmar. Einverstanden. Hier, pass gut drauf auf. Ah, okay, den haben wir wieder. Aber wir gehen einmal hier schlafen, würde ich sagen. Es wird eh dunkel. So, bis zum nächsten Morgen. Dann ist die Gesundheit zumindest wieder voll. Da können wir Hrothgar seinen Arnstein da bringen. Dann haben wir beim Feuerclan zumindest ein bisschen wieder, also ein bisschen Pluspunkte gesammelt, sagen wir so. Ich bin jetzt aber auch noch nicht sicher, will ich hier noch weiter erstmal in Faring bleiben oder... Hier, da ist er ja. Was? Ich speichere mal und dann quatsche ich ihn nochmal an. Passiert da was? Hrothgar schickt mich. Hrothgar schickt mich. Wer ist dieser Hrothgar? Ein Freund von dir? Du hast seinen Stein gestohlen. Oh, so ist das. Ich nehme an, er will ihn zurück. Aber ich werde ihn dir nicht geben. Ich habe große Mühen auf mich genommen, um dieses Artefakt zu bekommen. Ich werde es keinem dahergelaufenen Barbarenfreund geben, nur weil er es haben will. Hier in der Stadt kannst du mir nichts anhaben, ohne dass die Orks dich dafür bestrafen. Okay, ich habe eh seinen Stein, also. Was will er machen? Will er petzen gehen? Gucke mal, was passiert jetzt, nachdem ich Hrothgar gebracht habe. Sorry, dass ich die Namen immer ganz komisch ausspreche, aber ich bin mir sehr oft nicht sicher, wie man es richtig ausspricht. Muss ich auch ein paar Mal öfters hören. So. Hrothgar! Hier ist dein Arnstein. Hier ist dein Arnstein. Sehr gut. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das kann. Was kann? In die Höhle gehen. Ich bin kein Feigling, aber abschlachten lasse ich mich auch nicht. Ich werde den Stein behalten und in der Nähe der Höhle warten. Dort gibt es eine Hütte. Wenn du willst, können wir zusammen gehen. Nein, geh ruhig allein. Arnstein geben? Okay, ich komme mit. Ich komme mit. Gut. Sag mir Bescheid, wenn wir los können. Was machst du mit dem Dieb? Was machst du mit dem Dieb? Dazu müsste ich ihn erstmal in die Finger kriegen. Aber er ist nicht wichtig. Der Stein ist wichtig. So, was für eine Höhle? Wo? Ich höre hier wieder was. So, die Waldbären nehmen wir mal mit. Ist hier irgendwie? Sind die tot, oder? Einmal kurz speichern. Da! Da!
Nein. Okay, warte mal. Schnell speichern. Also schnell gespeichert einmal laden. Und dann versuchen wir es noch einmal. Immer diese Ladebildschirme, ich lieb's. Der hat die aber hier alle getötet, hä? Alle Dorus. Kann es sein, dass hier vielleicht noch einer ist? Hier liegt noch einer. Okay, jetzt speichere ich noch einmal. Da! 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 Ja, ich glaube, gegen den kommen wir nicht so gut an. Wir brauchen ein besseres Schwert. Ich muss schmieden lernen. Also ich muss besser in Schmieden werden, damit wir eine bessere Waffe kriegen. So, vor allem, wir können, wir sind ja schon Schürfer. Waffen aus reinem Erdschmieden, das müsste ich machen. Benötigt das Schmiedekunst 50. Wie viel haben wir Schmiedekunst? 44. Und das hier, benötigt das Schmiedekunst 60. Und eine Voraussetzung Klinge schärfen. Klinge schärfen haben wir. So. Unsere Klinge ist geschärft und gesegnet. Können wir Waffen vergiften? Nee, noch nicht. Klinge vergiften können wir noch nicht. Ich glaube, wir müssten mal schauen, dass wir auch wirklich alles irgendwie machen. Hier also nicht nur, also dass wir Sachen segnen können, schärfen. Was war das denn jetzt gerade für ein Sound? Ich hoffe, man hat das jetzt in der Aufnahme nicht gehört. Dass wir unsere Waffen hier einmal segnen, schärfen und vergiften können. Das müsste dann ordentlich schaden. Wo ist denn die Straße? Da ist ein Säbelzahnkätzchen. Nochmal kurz speichern, bevor wir dahin weitergehen. Da ist ein Säbelzahnkätzchen mehr. Morgentau. Hier lieber nicht runterfallen. Ich glaube, wir müssen in die Richtung. Genau, hier waren die Ripper. Das Fleisch. Ja. Und noch ein Ripper. Aber ich... Was ist das? Feuernessel. Ah. Hier gibt schon sehr viele Ripper.
sehr, sehr viele. Was ist das hier? Wolfskraut. Noch ein Wolfskraut. Es sind schon extrem viele hier, muss ich sagen. Ich will mal gucken, dass ich erstmal an denen vorbeischleiche. So, Krötenwurz. Die haben hier auf jeden Fall ein bisschen. Freund oder Feind? Okay, aber... Bleib stehen, Moran! So, komm. So, erstmal ein bisschen... Ausdauer wieder. Ja, jetzt haben wir ihn. Level up. Nice. Das können wir speichern. Okay, wenn wir Level up haben. So, 11 Lernpunkte. Müssen wir mal schauen, wo wir die dann investieren. Weil Orktöter wäre auch nicht schlecht. Benötigt Stärke, große Waffen bräuchten wir. Große Waffen haben wir. Wo lernen wir Orktöter? Wo lernen wir das? So, oder hier Gift herstellen wäre das nächste. Dass wir das hier machen können. Nein, oh, ich dachte schon, der trifft mich jetzt. Irgendwann dürfte doch keine. Nee, das war ein Morrowind, dass der keine Magie mehr hat. Ja. Nee, okay. So, was hat er hier? Klingenstab. Eine Pfeife. Okay, nochmal kurz was futtern. Bevor wir gegen die nächsten hier antreten. Und speichern. Da ist noch ein Schamane, glaube ich, oder? Wolfsklan. Versuchen wir mal zu dem. So, herkommen. Hier stecke ich fest, warte. So. Ja. Hä? Wieso konnte der auf einmal in der Kurve schießen? Ja. Der konnte in der Kurve schießen. Wie, seit wann ist das denn möglich? Wieso konnten die jetzt ernsthaft? Warum kann er das? Ich will auch um die Ecke schießen können.
Vielleicht versuche ich mal, andere von denen zuerst anzulocken. Wünsche ich mir das. Was ist das denn? Ach, da ist eine Waffe. Ach. Ich werde dich zertreten. Ich werde dich zertreten wie einen Wurm. Da! So. Ja. Weg mit dem Schaman, endlich. Oh, Alter. So, jetzt. Ja, nice. Alle erledigt. So. Perfekt. Alle erledigt. Wo ist denn eigentlich sein Zauberschlag gewesen? Ist er hier runtergerutscht? Ich sehe den nicht mehr. So, nochmal was futtern. Wir müssen aber auch vielleicht ganz normal wieder wirklich regulär jagen gehen. Okay, den kriegen wir nicht mehr. Oder vielleicht doch. Nein, die kriegen wir nicht mehr. Wölfe. Und noch eine Säbelzahnkatze. Wolfsclan ist an den Wölfen vorbei, verdammt. Nee, wir bleiben erstmal in Faring. Ich. Gegen Rudel Wölfe. Ist einfach zu schwer aktuell. Und wenn wir uns auch die Lurker von vorhin nochmal angucken, ganz am Anfang der Folge, die haben uns sehr schnell auseinandergenommen. Alter, ich habe jetzt gedacht, was war das denn jetzt für ein Muskel? Oder wo führt das hier hin? Im Rudel, die sind viel zu schwer. Die nehmen uns ganz schnell auseinander. Oder was ist das hier vielleicht der Weg? Was ist das denn für ein Tal? Ah, ruckel, ruckel. Ripper. Ich weiß, ich traue mich einfach viel zu wenig. Ich gebe es auch zu, shame on me, aber naja, irgendwie, ich will hier auch Ressourcen sparen. Und wir müssen irgendwie auch zusehen, dass wir hier wieder an Nahrung kommen. Ich glaube, wir müssen wirklich mal eine Folge machen, wo wir wirklich gezielt auf Nahrungssuche gehen.
ich drücke immer das Falsche. Okay, dem Ripper bin ich aber erstmal noch gerade egal. Und bevor wir nach Nordmar gehen, würde ich sagen, wir machen aber auch erst einmal im Mittelland auch noch mal ein paar Quests hier. Vor allem Faring haben wir noch gar nicht mal abgeschlossen. Oder eigentlich haben wir noch gar nichts richtig abgeschlossen. So, Lagerfeuer benutzen wir noch mal. So, wieder 13 rohes Fleisch. Okay, das ist schon mal gut. Und Barant müssen wir auch noch mal zurückgehen. Ja, aber die Ripper sind mir irgendwie ein bisschen zu viel. Und gegen die Säbelzahnkatzen weiß ich auch, dass wir das noch nicht schaffen. Weil wir vor einigen Folgen, bevor wir nach Barant gingen, obwohl wir müssen eigentlich mittlerweile stark genug sein. Wir haben in Barant ordentlich geskillt. Hat er einen Namen, ne? Kann ich Tom nochmal Bescheid sagen hier wegen seinem Arnstein und Ali? Dass sein geklauter Arnstein hier zurückgeklaut wurde. Obwohl, wir könnten auch mal die Arena-Kämpfe machen. Was passiert, wenn ich ihm jetzt eine sage? Eine kurze Pause wird mir gut tun. Okay, der spricht nicht mehr mit uns. Klar, warum nicht? Ich habe für Flint den Schnaps rumgetragen. Nordmarer Nebelgeist. Starker Schnaps. Gut. Ich habe die Locker bekämpft. Diese Viecher sind eine Plage. Nicht so sehr wie Morras. Und es kommt noch schlimmer. Aber lästig. Wie sieht mit deiner Zustimmung aus? Wie sieht's mit deiner Zustimmung aus? Wegen mir kannst du in die Burg. Sprich mit Gnar. Er lässt dich rein. Ah, okay. Kann hier doch so, egal. Wilson, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. So, kann ich ihm nochmal was verkaufen hier? Die Dinger auf jeden Fall. Ist das dein Ernst? Und die hier. Was ist das hier? Herz eines Feuerwohnes. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Komm, verkaufen wir auch. Ich weiß nicht, ob wir die brauchen werden. Klar, hier die Pfeifen brauchen wir nicht. Hier Wein, richtig, aber trotzdem geht das Schnaps. So weiter. Seltsamer Pilz. So Ogerblatt. Brauchen wir ja nicht. Irgendwann ist doch das vorbei. Eisenhalm. Krötenwurst. Als wenn das so einfach wäre. Wolfskraut. Ich weiß nicht, wofür wir die brauchen. Kronstöcke behalten wir auf und jeden Fall. Morgentau, nee, danke. Zauberwurzel. Ich denk darüber nach. Das kann weg. Das hat uns gerade noch gefehlt. Du solltest meinen Rat annehmen. Die hatten wir doch, glaube ich, noch für eine Quest gebraucht, kann das sein? So, haben wir hier was Neues? So nein, hier nichts Neues. Hier, stimmt, hier haben wir jetzt Orkwaffen. Richtig, aber trotzdem geht das nicht so weiter. So. Den müssten wir auch so irgendwie. Oder können wir den schon benutzen? Was kann denn schon groß passieren? So, Goldausgleich. Ist das dein Ernst? Steck die Waffe weg! Wir können den schon benutzen. Ah, okay. Stimmt, wir können schon schwere Armbrust benutzen. Okay, was haben wir hier? Armbrustschütze. Müssten wir öfters mal benutzen. Okay, jetzt aber mit Gnar reden. Nutzen wir erstmal die Armbrust. Gnar, wer war denn Gnar?
War das der hier? Ja, warum nicht? Na? Lässt du mich in die Burg? Nein, wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Ich denk darüber nach. Okay, ich muss hier noch ein paar Quests wahrscheinlich machen. Dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Und beschreiten vielleicht dann mal die Arena, würde ich sagen. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.